Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution Return to the Jurassic Park. Meine Damen und Herren, wir sind letzte Folge nach Isla Sorna gereist, um uns ein bisschen die freilaufenden Dinosaurier anzugucken. Wir haben allerdings dabei ein kleines Problem festgestellt. Und zwar, meine Damen und Herren, gibt es ein Problem mit dem DNA-Code der Dinosaurier. Und wir müssen jetzt neue Dinosaurier breeden. Aber um diese Dinosaurier zu breeden, übrigens 4 beliebige Dinosaurier dürfen wir uns aussuchen, brauchen wir erst einmal Fossilien. Und Fossilien bekommen wir, wie wir es ja kennen, von den Expeditionen. Deswegen schauen wir uns jetzt mal die Expeditionskarte an und gucken, was für Dinosaurier wir so kriegen können. Wir haben einen Parasaurolophus. Dann haben wir einen Triceratops, wieder Triceratops, Brachiosaurus, Parasaurolophus, Stegosaurus und Brachiosaurus, dann nochmal der Stegosaurus. Und hier ist noch einmal Stegosaurus und da sind auch noch zwei. Dilophosaurus und Dilophosaurus. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Parasaurolophus an und machen dann weiter mit dem Brachiosaurus. Ja, hier, perfekt. Ein einzelner Brachiosaurus. Das ist genau das, was ich brauche. Da wir die Dinosaurier auch noch freilassen müssen, würde ich behaupten, bauen wir einen kleinen Abschirmzaun, damit die Dinosaurier uns nicht in den Park laufen und alle Menschen auffressen, die da sich momentan aufhalten. Bauen wir das Ding hier schön erstmal zu Ende. So, ich glaube, wenn es weit genug ist, laufen die Dinosaurier nicht durch den Zaun zurück. Ich glaube, auf der Seite ist das hier jetzt langsam weit genug. Obwohl, einen setzen wir noch und fertig. Ich glaube, wir können auch mal die Stegosauren aufwecken. Ich meine, wir wollen die ja jetzt nicht im Koma, also in der Betäubung, sterben lassen. Das wäre ziemlich mies, wenn ich das mal so sagen darf. Und da muss ich natürlich auch auf den Heli gehen und nicht auf irgendein Ranger-Auto, weil ein Ranger-Auto kann ein Dinosaurier schlecht hochheben, oder? Also, meine Freunde, ich schenke euch das Leben. Wie gesagt, ein Leben in Gefangenschaft, aber das Leben. Und Parasaurolophus-Genom ist vollständig. Das heißt, wir können den schon mal breeden. Ich glaube, ich mache den einfach hier. Und gleichzeitig noch mit einer Forschung. Ja, ich habe die Krankheiten erforscht, weil ich gedacht habe, das kann man ruhig mal machen. Und da wir die sowieso ja alle schon bei der Kampagne gesehen haben, dachte ich, muss ich das jetzt nicht mehr bei der Aufnahme machen. Aber wenn der Parasaurolophus fertig ist, können wir einen weiteren Dinosaurier machen. Und ich bin für den Triceratops, ehrlich gesagt. Ich würde auch behaupten, also den Stegosaurus haben wir ja schon ganz viele davon. Ich glaube, davon brauchen wir jetzt fürs Erste keine mehr. Und ich möchte noch den Dilophosaurus haben. Dann haben wir, glaube ich, eine gute Mischung an Dinosauriern. Wie geht's denn eigentlich unseren Stegos? Kommen die gut miteinander aus? Ja, Geborgenheit bei 100% und die Gesundheit füllt sich jetzt mit der Zeit auch wieder auf. Das ist wunderbar. Und Brachiosaurus, neues lebensfähiges Genom. Wundervoll, wenn das so weitergeht, sind wir hier schnurstracks fertig mit der ganzen Mission. Dann kann ich ja jetzt Leute nach dem Dilophosaurus schicken lassen. Dann haben wir den nämlich auch so gut wie es geht schon mal fast fertig. 31%, ich glaube, den haben wir schnell. Der Triceratops hatte 24%, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob wir da nicht vielleicht nochmal losfliegen müssen. Aber wir werden es ja sehen. Die Fossilien sind da, wunderbar. Also, die Fossilien sind auch da, aber der Parasaurolophus kann schon mal freigelassen werden. Dann haben wir den schon mal hier weg. Und dann kann ich mir auch mal gerade angucken, was so Schönes bei den Fossilien geliefert wurde. 2 von 8. Oh, das ist ein bisschen wenig. Ich glaube, da müssen wir nochmal nach dem Triceratops schicken lassen, weil davon kann ganz sicherlich nichts Gutes kommen. Und der Dilophosaurus ist auch fertig. Wunderbar. Dann schicken wir den dem Brachiosaurus mal gleich hinterher. Kommt zu unseren Freunden, mein Kleiner. Und der Triceratops ist auch fertig. Wunderbar. Dann muss ich den hier ausbrüten, weil die anderen zwei sind ja noch voll. Und du auch. Und damit sind alle 4 am Brüten. Also, einer ist ja von den 4 schon da, das heißt, es müssen noch 3 gebrütet werden und die sind wunderbar in der Mache. Und der Brachiosaurus kann auch raus, endlich, der hat sich ganz schön Zeit gelassen, aber da ist unser großer neuer Freund. Und der Triceratops kann auch direkt hinterher, da müssen wir nur noch auf den Dilophosaurus warten. Perfekt. Komm du auch mal raus. Ich bin gerade am überlegen, haben wir jemals einen Triceratops ausgebrütet? Ah ja, ich glaube, doch, ich glaube, ganz am Anfang bei der ersten von den 5 Inseln haben wir einen ausgebrütet. Aber ich glaube danach nie wieder. Und der Dilophosaurus ist auch fertig. Wunderbar. Dann haben wir alle 4 Saurier da. Ist nur noch die große Frage, was uns jetzt so erwartet. Wunderbar. Der junge Cabot hat mir eben erzählt, dass unsere ersten 9 Dinosaurier gesund und wohlauf sind und die Maßnahmen gegriffen haben. Jetzt können wir die Spezies liefern, die der Jurassic Park braucht. Von jetzt an sollte die sprichwörtliche See
ruhig sein. In einer Brutstätte ausbrüten und freilassen. Triceratops, Dilophosaurus und Parasaurolophus. Alles klar, dann nochmal. Gefühlt genau die gleichen Dinosaurier, die wir gerade eben ausgebrütet haben. Nur jetzt nochmal als spezifisches Missionsziel. Der letzte der drei Dinosaurier ist fertig. Dann kann der Parasaurolophus mal das Licht der Welt erblicken, unseren Park beglücken und uns damit helfen, die Mission abzuschließen. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Dinosaurier auf Isla Sorna sich in ihrem Umfeld wohlfühlen, ehe wir uns auf andere Dinge konzentrieren. Sorgen Sie dafür, dass die Geborgenheit des missionsrelevanten Dinosauriers nicht unter 80% sinkt. Und das in 2 Minuten und 30 Sekunden. Wir haben ganz schön viele missionsrelevante Dinosaurier. Stegos da hinten, hier die Parasaurolophus und der Dilophosaurus, der Triceratops, der Brachiosaurus. Haben wir da hinten auch irgendwie? Ne. Hier haben wir keine missionsrelevanten Dinosaurier. Es ist zwar eigentlich nicht wirklich irgendwas passiert, aber die Mission ist jetzt abgeschlossen. Und da ist ein Black Screen. Anlage B ist sicher. Gute Teamarbeit. Sie wissen wirklich, wie man für Stimmung sorgt, John. Ein wenig Enthusiasmus hat noch keinen umgebracht, Dr. Merkel. Ach ja? Ihr Enthusiasmus hat mich schon mehrere Male fast umgebracht, würde ich sagen. Okay. Also erstmal diese ganzen Blackscreens verwirren mich total. Abgesehen davon kam gerade irgendeine schlimme Nachricht rein. Also ich weiß nicht, ob man jetzt hätte weggehen sollen. Ich glaube, wir hätten uns das weiter angucken sollen. Nicht, dass die Dinos jetzt uns den Park da hinten kurz und klein schlagen. Das ist unsere Chance, liebe Freunde. Ja, im Jurassic Park wird unsere Vision zutage treten. John, nach allem, was wir durchgemacht haben, geht das nicht zu schnell? Genau deshalb müssen wir schnell verfahren, Dr. Sattler. Und darum geht es, oder? Nicht um Dinosaurier, sondern ums Scheitern. Es geht um Hoffnung, Dr. Malcolm. Und bald die Hoffnung der Menschen. Sie werden sehen. Oh, das habe ich bereits. Okay, was geht hier jetzt ab? Keine neue Mission oder sowas? Ah, die eingehende Übertragung, die ich gewollt habe. Mr. Hammond, wir sollten jetzt in der Lage sein, die Dinosaurier aus Anlage B zu verlegen. Mission Nummer 5, Dinosaurier-Tour. Fügen Sie dem Park Triceratops hinzu, fügen Sie dem Park Dilophosaurus hinzu, fügen Sie dem Park Parasaurolophus hinzu. Okay, nun mal eine kleine Frage. Wir haben hier welche. Ich weiß, das sind vielleicht welche mit einem fehlerhaften Genom und den müsste ich mal wieder aufwecken. Aber warum soll ich da jetzt wieder neue Dinosaurier hinzufügen? Aber wir sollen das machen, also machen wir es. Okay, wir können jetzt hier zum Ankunftshelipad gehen. Dann sollen wir einen Parasaurolophus hinzufügen. Und wir sollen noch einen Dilophosaurus hinzufügen. Und der Triceratops kommt natürlich, wenn die anderen beiden da sind. Und Helipad besuchen. Wir können einen Parasaurolophus brüten. Den schicken wir mal schön zur Herde, die hier ist. Und dann können wir auch gerade einen Triceratops hinterher machen. Und den Dilophosaurus schicken wir natürlich zu den anderen. Die waren hier, oder? Ja, ich hatte schon gerade Angst, dass ich den bei die Velociraptoren stecke. Und der Triceratops ist auch da. Wunderbar. Den schicke ich aber zu der kleineren Herde, weil da hinten ist der Bestand schon ziemlich groß und ich habe keine Lust, dass der durchdreht. Wir brauchen natürlich eine Tour im Jurassic Park. Okay, Cabot will also, dass wir einen Parktour machen. An sich ja eine gute Idee, solange es nicht so endet wie beim letzten, also beim ersten Jurassic Park Film. Aber das machen wir in der nächsten Folge, meine Damen und Herren. Diese Folge ist am Ende und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne mal ein Abo da, dann könnt ihr nämlich auch nichts mehr auf diesem Kanal verpassen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag, bedanke mich fürs Zusehen, bleibt lässig und tschüss.